Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist immer noch ein bisschen Sommer, aber man fängt doch schon ein bisschen an, die Planung vorzunehmen, was dann halt eben im Herbst kommt. Und da kommt natürlich für uns im Cannabis-Bereich viele Änderungen, weil natürlich das neue Gesetz ist auf dem Weg. Das sogenannte Cannabis-Kontrollgesetz. Und wir freuen oder fürchten uns alle, was da drin steht. Separat werde ich auch dazu eine kleine Sendung machen, aber das wirklich an einer anderen Stelle. Was mache ich jetzt, um mich wirklich gut zu informieren? Klare Frage. Ich gehe jetzt auf eine Messe. Auf was für eine Messe gehe ich? Die große Frage ist, welche Perspektive habe ich? Gehe ich da als B2B-Vertreter hin, als Geschäftsmensch oder gehe ich da einfach als Fachpublikum hin, also als vielleicht Heavy-User, Konsument? Vielleicht habe ich ja ein Rezept und möchte dann sozusagen das eher als Endkunde sozusagen sehen, was gerade aktuell ist. Und heute beantworte ich die Frage, als Endkunde, als Heavy User, als Special Interest oder Fachbesucher, tatsächlich ist doch die eindeutige Antwort, es ist die innovativste Messe, die ich besuchen möchte. Und wo ist die innovativste Cannabis-Messe? Die Frage ist natürlich berechtigt, weil nämlich es gibt viele Messen und der Überblick ist so ein mini bisschen swampy. Und jetzt nochmal aus der Perspektive des Heavy Users und des echten Freundes des Cannabises. Ich fahre richtig nach Dortmund zu Intertabak. Warum fahre ich zu Intertabak vom 14. bis zum 16.09.? Ja, dafür gibt es im Prinzip 6 plus einen Grund und kein großes Problem, die alle zu erzählen. Und mein Hauptgrund ist tatsächlich, als wir vor 25 Jahren mit dem Hanfjournal angefangen haben, da habe ich mir gesagt, okay, wir müssen mit dem Hanfjournal aufklären, multiplizieren und ab in die Mitte der Gesellschaft. Und wir sind da angekommen, denn die Intertabak ist die Mitte der Gesellschaft. Ich glaube, die sind seit 50 Jahren am Markt und haben dieses sensible Thema, das sie da aufbereiten und sind weltweit die größte Messe tatsächlich in dem Bereich. Und beschäftigen sich eben auch seit Jahren mit eben den Entwicklungen im Cannabis-Bereich. Und jetzt endlich, wir, und da bin ich richtig stolz drauf, wir sind stolze Medienpartner der Intertabak 2023, das Hanfjournal. Und das sind wir gerne, denn wir haben diesen Hanf dahin gebracht und wir wollen dort auch weiterhin über Hanf aufklären. Und das ist jetzt nichts Böses oder hat auch nichts mit Gutes tun zu wollen. Aber seitdem ich keinen Tabak mehr rauche, geht es mir um einiges besser. Und Cannabis hat mir nur geholfen bisher. In dem Sinne bin ich dort gern. Ja, die Intertabak, und das ist wirklich der zweite und aber wirklich immer ein wichtiger Grund ist, die Intertabak ist seit 50 Jahren auf dem Markt unterwegs und hat einen Haufen Tradition. Und ist aber einfach die größte Rauchermesse weltweit. Das muss man sich mal reinziehen, dass da in Dortmund tatsächlich ein riesiges Ding abgeht, und zwar für weltweite Verhältnisse, und haben trotzdem was mit Cannabis am Hut. Und dort sind auch die innovativsten Unternehmen, wie zum Beispiel Beweis, dass Gizeh dort einer der Hauptsponsoren ist. Also die wissen ja, was sie tun. Ein weiterer Grund ohne Wenn und Aber, jenseits dessen, was man von Bayern, von Süden, Norden oder Westen hält, der Ruhrpott, wo Dortmund einfach mit dazugehört, ohne Wenn und Aber, ist die größte Stadt, die größte miteinander mit dem öffentlichen Nahverkehr verbundene Stadt mit S-Bahnen und gut ausgebauten Straßenverkehr. Und also dadurch ist einfach diese Messe riesengroß und hat sozusagen den größten Faktor an Endkundenbesuchern und Fachkundenbesuchern und, das ist ganz, ganz wichtig, Businessbesuchern, weil wo viele Businessbesucher hinkommen, da investieren Produzenten auch richtig viel und senden viel Geld hin,
und innovative Artikel oder versuchen, Produkte fertig zu machen zur Messe und solche Geschichten. Also ja, 13 Millionen Menschen wohnen im Ruhrpott und innerhalb einer Stunde kommen da alle nach Dortmund. Und das ist schon eine relativ krasse Sache. Ja, geniale Sache und also ist, wenn man es so bedenkt, einfach die größte Großstadt Deutschlands. Oder es wohnen einfach die meisten Einwohner dort, kann man ja auch so sagen, ganz neutral. Dann eine Sache, die mir besonders viel Spaß macht bei der Intertabak, man kann da drin tatsächlich noch rauchen. Also als ich jung war, konnte man noch an vielen Locations rauchen und mittlerweile ist aber total absurd geworden, sogar im schlimmsten Techno-Club. Da kann man vielleicht ersticken, aber garantiert nicht an Rauch sozusagen, sondern tatsächlich an anderen Gasen. Und aber auf der Intertabak sind einfach sehr viele Brandwachen unterwegs. Es ist viel Platz, eine super gute Belüftungsanlage und es darf drin geraucht werden und es ist sehr angenehm als Besucher. Und da kann man alles Mögliche probieren. Und also ich habe da drin ganz normal mediziniert und hat mich auch niemand nicht mal danach gefragt. Also ich war hochzufrieden und ich gehe da wirklich sehr gerne wieder hin, egal ob als Endkunde oder als Businessbesucher. Ja, dann, und das ist schon mittlerweile dann der fünfte Grund, aber auch ein ebenfalls sehr, sehr wichtiger. Das Gesetz ist jetzt im Parlament eingebracht worden und wird jetzt diskutiert, das heißt in diesem Herbst und soll zu Weihnachten fertig sein. Ich glaube, die Regierung und das Parlament möchte uns das schenken. Das heißt, jetzt ist die richtige Zeit, sich darüber zu informieren und zu schauen, welche Produkte gibt es und wo kann ich jetzt einsteigen. Und wenn ich das richtig mitbekommen habe, ist die Intertabak die größte und die letzte Messe noch in diesem Jahr in Deutschland, die sich mit dem Thema Cannabis auseinandersetzt. Und also wer da noch irgendwas reißen möchte, jetzt ist die Zeit, sich informieren und auch die richtigen Produkte mit an Bord zu nehmen und die richtigen Geschäftskontakte zu knüpfen und das richtige Feeling aufzunehmen. Und neben dem Feeling, und das ist Grund Nummer 6, für mich auch sehr, sehr super wichtig, jenseits der normalen Messe, die ja so eher fürs Fachpublikum, für Endkunden ist, oder interessant ist, für die Leute, die sich wirklich extra doppelt informieren möchten über Cannabis, läuft parallel zu Intertabak auch noch die CB Expo, also die Schwesterorganisation, die Schwestercompany von der Cannatrade aus der Schweiz. Das ist dann eine B2B-Veranstaltung für den Bereich Cannabis. Und dort kannst du dich wirklich optimal informieren, wie ein Club aufgemacht wird, also ein Anbauvereinigung und wie das neueste Gesetz. Ich glaube, dort ist die Kompetenz tatsächlich optimal verschmolzen. Okay, in dem Sinne, das waren also sozusagen die 6 offiziellen Gründe. Und ich habe schon so ein bisschen abgeschnitten, ich habe angeschnitten, ich habe einen siebten Grund, den Grund 6 plus 1. Und zwar einfach aus dem Grunde, weil es immer einen persönlichen Emmy-Grund braucht. Und in dem Fall ist es jenes. Also ich schätze den Ruhrpott tatsächlich als Organismus, als riesige Stadt mit ein bisschen Grün zwischendrin und trotzdem verkehrstechnisch gut erschlossen. Außer es ist gerade mal Stau, aber da reden wir jetzt gerade nicht drüber. Und deshalb, liebe Leute, ich empfehle euch den Ruhrpott, um da auch mal hinzufahren, um geschäftlich was zu machen. Es gibt dort wunderbare Multikulti-Kultur. Ich persönlich werde nach Düsseldorf fahren und einen Abend beim Japaner verbringen, weil das einzigartig in Deutschland und das geht vom Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof in circa 45 Minuten oder so. Und dann bin ich schon im japanischen Stadtteil und werde mir ein geniales Sushi oder sowas gönnen und mich dann freuen, dass ich das wahrgenommen habe und die Vorteile des Ruhrpots ausgenutzt habe. Okay, in dem Sinne, wir sehen uns. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Lust gemacht und auf der anderen Seite so die Entscheidung klar gemacht, hey, das ist jetzt the place to be und the place to go. Und wir werden auch garantiert Bericht erstatten. Und falls ihr mich treffen wollt,
In den 3 Tagen schreib mir einfach eine E-Mail und wir versuchen ein Date zu machen. Und in dem Sinne eine wunderschöne Zeit und ich freue mich auf die Legalisierung und ich freue mich auf euch. Bis bald wieder. Tschüssi.